Servus Leute, ich habe jetzt auch wieder eine News gelesen, dass der Hunger bald wieder ins Spiel kommen soll und dass das Food nicht mehr unbegrenzt haltbar ist. Und ich fahre ein bisschen mit meinem Raumschiff rum. Oh. Ups. Ja, ich wollte auf den Planeten. Also das mit dem Hunger und dem verrottbaren Essen ist nur so eine kleine Info, dass das auch bald wieder kommt und ich deswegen dann wahrscheinlich auch an dem Zeug dann sterb. Nicht nur von dauernd irgendwo runterfallen. Verdammt, ich hab gedacht, da geht's lang. Dann schauen wir mal, was auf diesem Planeten hier so abgeht. Außer ein paar Tannen. Sprungangriff. Aber nur so ein bisschen. Wisst ihr's? Ein Loch. Noch mehr Löcher. Ah, das ist wieder so ein Pfeifenviech gewesen. Das heißt, ich müsste immer mehr Seeds eigentlich jetzt schon sammeln, dass wenn das Zeug kommt, dass ich genug Food produzieren kann. Hey, ein Gebäude. So. Komm schön nicht rein, Viech. Hä? Was ist denn das für ein Blödsinn? Also so würde ich ja nicht bauen. Dass ich raus muss, um dann unten ins Wohnzimmer sozusagen zu kommen. Nur Greetings. Na gut. Das ist fast kein Behälter. Gut, dann nicht. Was ist das hier? Ah, eine Pearlpea. Der hat ja hier noch Mais rumstehen. Froschviech. Woher kommt dieses Buin Buin? Muss irgendwo von da kommen. Ups, jetzt habe ich das Chamäleon-Ding da gekillt. Will der so schnell hin? So, aber ich höre die immer noch irgendwo hier unten. Aha, da hüpft's rum. Hast doch gewusst. Glück gehabt. Aha, ein Friedhof. Ach, das waren zwei Hasen, deswegen sah das so komisch aus. Gerade gedacht, ein Hase mit zwei Köpfen oder irgend sowas, was mich mal wieder angreift, weil ich es nicht kenne. Ich werde schon wieder irgendwelche Viecher da unten rumhüpfen. Aha, ein Brunnen. Ups. Typisch. Verdammt. Toll, danke. So. Egal. Ich wollte gerade den Brunnen aus dem Inventar suchen und da reinstellen oder hinbauen. Dauert mir zu lang. Ich muss um den Planeten rum. Ich will wissen, was da noch alles gibt. Hallo Kartoffeltyp. Tja, da bist du wohl in die falsche Richtung gehüpft, ne? Hey, ein Human. Tach. We could be heroes if I wasn't so lazy. Tja. Dann geh auf Planetenerkundungstour, so wie ich. Ich glaube, der jetzt hat nur dein Zeug aus dem Schrank.
So, jetzt hat sie kein Geld mehr für ein Taxi. Jetzt muss sie da bleiben. Wie groß war eigentlich der Planet? Ich glaube nicht so groß. Ups. Zerteilt er sich eigentlich auch, wenn ich ihn nicht angreife? Okay. Komischer Typ. Oder sind immer drei Stück da drin? Einer läuft, der eine guckt und der in der Mitte ist zu schüchtern, der versteckt sich da immer in der Schale. Wegen einem Dirtblock. Hole ich jetzt nicht der Meta-Manipulator raus. Oh! Die klatschen wieder. Es sind Fans oder so. Auch nicht weiter. Guck ich mal, ob ich hier irgendwo hochkomme. Fast. Oder wie es auf Badisch heißt. Fast. Beinahe. Miet, miet, zieht, Dirtblock. Hä? Achso, Moment. Der Dirtblock war ja noch von hier. Gerade gedacht, seit wann kommen aus wie Dingern Dirt Blocks raus? Das wäre ein bisschen eikomisch. Ich meine, gut, aus den Viechern kommen auch Meta-Module raus, aber. Das sind halt Alien-Viecher. Mal beinahe eine Treppe hier. Schade. Waren dann sonst nicht immer Kisten irgendwo? So wie da jetzt? Hä? Was ist denn das für ein Blödsinn? So kann ich nicht auf das einzelne Ding drauf, ohne hüpfen zu müssen. Yay, Eisen. Und da unten ist noch eine Kiste. Was ist mit der Mucke los? Irgendwie ist die Mucke weg. Wardenbreaker. Und da hinten sehe ich schon die nächste Kiste. Da leuchtet irgendwas. Etwas nicht natürliches. Gut. Das ist auch selten natürlich. Wenn es nicht gerade irgendein Viech ist wie eine Qualle oder so. Wow. Ein Highspeed-Angreifer. Na komm. Zing. Was ist das hier? Einfach nur ein Viereck. Muss ich hier im Sand rumgraben, um da irgendwas zu finden? Nö. Ey, was ist das da? Für ein komischer blauer Eisriese. Jetzt habe ich mal wieder die Ausgangsöffnung so riesig gemacht. 20 Versuche, um da rauszukommen wieder. Fällt mir gerade ein, wenn ich hier diese Schmetterlinge rumgurken sehe. Ich könnte in meinem Raumschiff ein Abteil machen, wo ich diese ganzen Käfergläser aufstelle. Müssen wir wieder Bandagen machen. 500 irgendwas habe ich gerade gesehen an Liane. Hier greift viel zu viel an. Komme ich da unten auch irgendwie hin? Yay, na klar. Oh oh. Der ist Stachelkopfviech. Hä? Da geht's ja noch weiter. Mal gucken, wie weit. Ha, ein Hähnchen.
Was? Die Viecher sind mir jetzt bis hierher gefolgt, oder was? Aha. Ah, ich treff's nicht. Super gut. Da geht's auch noch weiter. Oh, ein ziemlich komischer Eingang. Wer bist denn du? Ey, renn nicht einfach an mir vorbei. Jo, dann sag mal. Wow. Ah, so geht's auch. Bombe! Jetzt mache ich mir wieder mein ganzes Inventar voll mit irgendwelchem Schrott, den ich nicht brauche. Ne, Holz will ich nicht. Will ich auch nicht. Hier, Kupfer. Ha! Voll gut, die Reichweite von dem Ding. Oh, der hätte mir doch jetzt wenigstens helfen können, da der Dödel. Hockt er sich da auf seine auf seinen Stuhl und wartet, dass ich ihn aus Versehen ersteche wegen dem blöden Lutschi da. Was ist denn das? Geht nicht? Okay. Irgendwie findet man da nichts Besonderes mehr in diesen Dungeon-Teilen. Oh, geht's ja noch weiter. Mal schauen, vielleicht gibt's ja doch noch eine Überraschung. Aha. Okay. Da ist wohl nichts mehr. Ich mache aber trotzdem mal die Tür zu. Nicht, dass diese ultraschnelle Schnecke da ankommt. Öllaterne. Brauche ich ja nicht. Ich habe ja das riesen Backpack da. Ah, apropos Backpack. Fällt mir was ein. Diese Schutzgedingse, wie jetzt die Radiation und Cold und Heat Protection, die soll irgendwie anscheinend auch wegfallen. Da soll dann wieder diese Oxygen Breathing Machine und so ein Zeug, wo man sich craften kann, kommen. Die man dann auch noch irgendwie verzaubern kann oder was weiß ich was. Hä, wie habe ich denn jetzt diesen Dreifachsprung gemacht? Ne, Seil habe ich genug. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Hallo? 0,7. Das ist mir auch viel zu wenig. Kupfer, gut. Hoffentlich sehen sie mich nicht da unten. Was habe ich da? Blade Will. So. Zeige mal her. Will ich jetzt mal sehen. Ah. Boah, verbrauchte schnell die Energie. Ups. Verdammt. Das Blöde ist, dass der Speer, wenn die Dinger zu nah dran sind, nicht mehr wirkt als Waffe. Komm her, du Gorilla. Komm ich halt runter. Was fackelt da unten? War ich da schon? Ich glaube ja. Tach. Was ist das für ein fieser Guppi da unten? Keiner von euch Fisch? Also das Fleisch da?
Verdammt! Der geht ja unter Wasser nicht sehr weit. Torpedofische und... Wieso habe ich die blöde Fledermaus jetzt nicht gesehen? Da hängen noch mehr von rum. Bleibt mal schön da oben alle. Hm, Pickaxe brauche ich nicht. Mein Manipulator ist besser. Ha. Verdammt, verdammt. So. Oh nö, wieder so. Verdammt. So ein Spuckeviech. Und. Ups. Ach, das Viech greift mich an. Mache ich erstmal die Vasen kaputt. So. Da geht's nicht mehr weiter. Hm, es scheint Tag zu sein. Mann, wieso findet er mich jetzt? Oder erkennt mich jetzt? Hing doch die ganze Zeit darum, das blöde Vieh. Hm, sehr gut. Zum Glück kommen die nicht durch die Wände durch, so wie diese Flammenviecher. Hier rum wäre es, glaube ich, einfacher gewesen, in dieses Minenkomplex-Teil hier reinzukommen. Hey, schon wieder so ein Wanderer, der mir nichts Besseres zu erzählen hat, dass ich Weins cutten muss. Noch mehr Bomben. Jetzt allein schon wieder 5 Stück. Was kann das? Blade Whirl. Hm. Alles viel zu gammelig. Wo sind denn die ganzen Waffen, von denen ich schon irgendwo in irgendwelchen Kommentaren gelesen habe, von wegen, was weiß ich, 2500 Damage und so. Ey. Haha. So geht der eigentlich jetzt schon pennen? Also der Typ. Im Normalfall gehen die doch erst nachts schlafen. Hat jetzt aber lang gebraucht zu merken, dass das Zelt frei ist. Hm. Cool. A red flashlight. Weil ich nicht weiß, ob ich so eins schon hab, nehme ich es einfach mal mit. Und dann mache ich Disco. Hm. Eingestürzte Gartenhütte? Oder eine Burg? Keine Ahnung. Ach, da ist eine Flasche Whisky oder so. Naja, da war eine Flasche Whisky. So wie es aussieht, hätte ich sie eh nicht nehmen können. Weil da nämlich Pixel drin waren. Kommt mir das nur so vor oder bin ich jetzt halt um den Planeten rum? Ja, kommt mir irgendwie bekannt vor. Wenn da jetzt gleich die Hütte kommt. Ne. Jupp. Auf zum nächsten Planeten. So, schauen wir mal. Was war das? Desert. Hm. Gucken wir mal auf den Desert-Planeten. Es dürfte ja nicht allzu lange dauern, dahin zu kommen. Cerulium Compound. Also das Zeug hier muss ich auch noch mal irgendwann wieder machen. Oder überhaupt mal. Aber dafür habe ich nicht genug Cerulium. Weil für Cerulium brauche ich irgendwie Gold.
Gold brauche ich ja auch immer noch für die Pixel Printer Station Dingens. Ne, Pixelpresse, nicht Pixelprinter. Wiss, das war's schon. Komisch. Das da will ich nicht. Hab gedacht, ich hätte mehr. Und hoppla. Ich muss schon wieder im Outpost so einen Ball kaufen. Ich hab den schon wieder irgendwie verkauft, geschrottet, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er weg. Damit der Hund was zum Spielen hat, wenn ich nicht da bin. Hallo Rocky. Achso, das ist gar nicht Hintergrund. Ich hab gedacht, das wäre im Hintergrund, verdammt. Okay. Naja. Ich hab die Waffe ja weggelegt. Außerdem bist du auch ein Avianer. Was soll denn das? Tomaten. So, Moment. Zeit für die Quests angucken. Nö. Nach Florana. Avian Ducky. Also die Golden Ducky gibt es in einem Avian irgendwas. Dafür brauche ich immer noch das Piratenschiff. Und das ist ein Gefängnis. Immer noch. Was ist das? Ein Nix. Mann, der hat ja gar nichts. Was für eine arme Sau. Gibt's die Golden Ducky vielleicht auch hier irgendwo? Ach ne, warte mal, Florana. Ne. Jetzt habe ich mich gerade selber verwirrt. Eigentlich fast so wie immer. Komm schon. Kein Buch mit irgendwelchen Geschichten drin, oder was? Das gibt's ja nicht. Tach, ich sollte mal für ein bisschen Durchzug hier. Ihr stinkt. So benutzen kann man sie natürlich nicht, diese Einkaufsdinger. Man muss erst den Verkäufer finden, der am Arsch der Welt irgendwo rumläuft. Solange ich nichts zerbreche oder irgendjemanden kille, bin ich willkommen. Toll, ein Pillar of Brooks. Was verkaufst du denn? Ah, also die Rüstung, die ich schon längst übertrumpft habe, verkauft er. Was gibt's hier? Wow, gibt's jetzt noch den Mittelteil dazu. Eine Village Bench. Village Bench. Raw Fish. Ich hab schon rohes Hähnchen im Dingens. Was mich dann aber auffragt, wenn jetzt hat hier das Zeug dann irgendwann wieder verrottet, sind dann die Kühlschränke eigentlich auch so, dass das dann länger hält? Weil man kann ja auch da Kühlschränke und so erstmal aus irgendwelchen Dörfern klauen, meistens bei den Affen. Weil die hier nur irgendwelche blinkenden Steine auf ihren Nachttischchen haben. Und Bücherregale, in denen nix ist. Die quatschen jetzt viel zu viel, dass ich es gleichzeitig übersetzen könnte. Kann man die Kisten hier eigentlich... Nö, kann man nicht. Aber die hier. Ha, ist aber auch nichts drin. Sag mal, habt ihr hier überhaupt irgendwas? Oder wollt ihr das alles verkaufen da auf den Ständen? Ha, ein Golden Ducky. Yippie! Eine Quest schon mal wieder erledigt. Ach, der trauert gerade. Guck ich mal ins Grab. Ist aber auch nichts drin.
sein, dass man mit einem Speer schneller läuft? Ups. Ah, nö. Oh, das sind jetzt überall wieder diese Steintypen, die ich immer übersehe. Wahrscheinlich hätte ich da auch mit... Was sind denn das für coole Dinger? Pyramidenkatzen. Aber da komme ich nicht hin. Wenn ich da jetzt weggrab, dann... Moment mal. Aha. Aber der Scheiß hier stürzt jetzt ein. Okay. Es greift an. Boah, ja. Es blitzt gleich mal. Verdammt, ich habe die Creature Catcher Pots auf dem Schiff gelassen. Was hat hier gerade so komisch geblinkt? Oder habe ich das nur irgendwie... War das wieder ein Grafikfehler? Nein, war es nicht. Jetzt hat mich doch so eine blöde Schnecke da erwischt. Was geht? Da steht ein Typ in der Ecke, im Dunkeln. Kollege, mach mal Licht an hier. Geht es nicht? Ey, dein Licht ist kaputt. Gut, dann klaue ich dir, was ist das? Eine Geige. Knallt er mir die Tür vor der Nase zu. So, erzähl mal. Ah ja. Sehr toll. Gut, dann habe ich jetzt eine Violine. Geht's da vielleicht noch? Nö. Achso, unten raus. Gucken, ob ich da irgendwie wieder hochkomme. Hey, die Schnecke ist ja fies, die kann ja senkrechte Wände hochklettern. Dann ist ja gerade gut, dass die hier nicht hochkommt. Toll, schon wieder Nacht. Hä? Was war das für ein Tock? Ist hier irgendwo ein Baum oder so irgendwas umgehauen? Kann ja gar nicht sein. Ach, dich habe ich gesehen. Oh. Wow. Ganz schön schnell für einen Stein. Hä? Was sind denn das für Kakteen? Also die eine war lustig. Die hüpfen dann erstmal hoch. Bevor sie... Oh nö. Jawohl, ich komme an die Kiste ran. Ups, jetzt habe ich auch noch das komische Schwert eingesammelt. Das hat nicht mal was Besonderes. Wie langweilig bist du? Oh oh. Doch noch geschafft. Mist. Mist. Ich glaube nicht, dass das so sein sollte. Zu spät. So, hier hat der Wind den Sand ja perfekt hingeweht eigentlich. Wenn das da so... offen ist. So. Guck mal, ein Sandstuhl. Und eine Sandkiste. Ach, das war's schon. Ich hab gedacht, da käme noch was, weil es hier so gerade war. Ah, verdammt, ich habe wieder so einen Typen übersehen. War ja klar. Ah, das sind diese Typen, wenn sie sich wieder hinlegen oder was auch immer sie da machen. Dann
tockern die so. Hm, da unten ist so eine Pyramidenkatze. Hallo, Zing. Na, scheiß Gartentürchen jedes Mal. Hm, hier muss ein Avianer wohnen. Hat einer ein Ei gelegt im Haus. Open Cardboard Box. Hm. Es gibt jetzt auch Umzugskartons. Ist ja witzig. Nehme ich mit. Was ist denn das? Ist das sowas wie ein Wasserboiler? Zentralheizung? Keine Ahnung. Wird's hier so kalt? Ich meine, ich merke nichts. Ich habe die ganze Protection-Gedönse an. Da pennt einer. Ah, von der anderen Seite. Hm. Achso. Hat auch einen Gulli. Voll leise. Ich spreche mal bei jemandem ein, der gerade pennt, und dann hau ich ihm die Vasen kaputt. Hm. Wurfaxt. Hm. Kann ich den eigentlich auch werfen? Ich glaube ja. Und die habe ich, glaube ich, sogar schon irgendwo. Nichts. Nichts. Wachen mal auf. Aha. Anstatt mal was über sich zu erzählen, erzählen die immer nur was von mir. Finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Woher wissen die das von mir alles? Hm. Kommt die Katze da hoch? Anscheinend nicht. Ist doof. Jetzt bleibst du da noch sitzen. Jedes Mal, wenn dieser Strahl so komisch durch die Erde leuchtet, denke ich so, oh, was ist da, was ist da? Und dann, hm, toll, nix, Dreck. Hä, was hockt denn da noch? Ach so, das war einfach nur ein Stein, wo der Sand ein bisschen drüber ist. Mit irgendwelchen komischen Mini-Pflanzen, die da rauswachsen. Da frage ich mich doch gleich mal, wenn das schon so ist, dass man hier nicht direkt rankommt, müsste es ja irgendwo einen Hebel geben. Indiana Jones Style. Nur finde ich ihn irgendwie nicht. Hm. Na dann. Bescheißen wir mal ein bisschen. So. Yay, Upgrade-Modul. Brauche ich jetzt ja wieder, nachdem ich da mein komplettes Schiff abgegradet habe und nur noch ein so ein Modul habe. Hm. Greifen die immer noch an? Danke. Jetzt habe ich wieder 20 Tonnen Reed dann am Start, wenn diese ganzen Pelikane, wollte ich gerade sagen, Flamingo-Teile durch sind. Was ist das? Kiwi-Seed. Hm, da ist eine Kiste. Da gucke ich doch gleich mal nach. Reed-Chest. Hm. Dann habe ich wenigstens gleich noch ein... etwas, wo ich dieses Zeug verballern kann. Weil es allzu viel mit dem Reed-Zeug kann ich ja nicht machen. Bis jetzt. Uhu, da ist mal was drin. Was ist das? Tomato-Seed. Und Klopapier.
viel habe ich eigentlich davon? Och, 580. Das wäre aber, glaube ich, ziemlich schnell weg. Vor allem von den höheren Planeten. Vor allem mit dem Haufen Energie, die ich jetzt da schon habe. Hä? Waren das zwei Stück? Verdammt, ich habe nicht drauf geachtet. Egal. Wenn ich das Read eh schon dabei habe. So. Ich renne gegen die Wand. Ich bin blöd. So. Hey, eine Schildkröte. Und ich habe keine Capture Pots dabei. Was? Hä? Was war denn das jetzt? Blöder Lag-Scheiß. Ah, Healing Water ist auch wieder da. Hey, Alter. Kann ich auch. Nur bei mir geht's schneller. So, das hier sind doch Floraner. Haben die nicht irgendwo... Was war das nochmal für ein Quark? Floran Big Bone with Carvings. Das müsste doch hier irgendwo auch zu finden sein. Oder gibt's das nur in diesen... Städten, die die bauen? Wo sie einem nichts tun. Verdammt. Oh. Sind die hartnäckig? Ah, weil ich noch 1000 Waffen eingesammelt habe von irgendeinem. Ne, Quatsch, habe ich gar nicht. Nur eine. Eine Waffe und ein Haufen Blödsinn. Hä, wieso war der schon fast tot? Achso, da kommt gar nichts mehr. Hi. Schon alle umgehauen da unten. So. Jetzt mal gucken. Bone Carving. Wo ist denn der? Hm. Aber ist das jetzt ein Big Bone oder ein normaler Bone bloß? Hä? Kommt denn der Sandsturm jetzt hier rein? In der Höhle? Ich meine, da ist zwar kein Hintergrund, aber... Hm. Ich muss ja nicht alles wissen. Und hopp, hopp, hopp. Danke, Sandsturm. Kam jetzt gerade ein Stück Sand runter. Ist dann hier ein Direction Block oder was? So. Ich vermute jetzt einfach mal, dass das ein, Big Block war. Achso, kacke, Sandsturm. Da ist man ja wieder gelähmt. Komm schon. Cool. Ich darf wieder alles abschlachten hier. Selbst die Pflanzen. Aha. Ich hab's auch gewusst, das habe ich noch nicht. Hm, das Healing Water macht einen aber gar nicht komplett nass, wenn man da drinnen steht. Hm, toll. Space Uniform Trousers. Perfect for use on the Holodeck. Hm. Ich sammle mir jetzt ein Captain Kirk Outfit, oder was?
wieder ein Haus, wo ich dagegen laufen muss. Natürlich. Oh. Ein Riesenhase. Oder so. Alter. Nein! Ach, da kommt ein Riesenviech angerannt. Ich mach mal nicht die Tür zu, ich guck erstmal in den Schrank rein. Aha, jetzt weiß ich, was die Mäuse da wollen. An die Karotte. Und da kommen sie raus. Hä? Runter sollst du. Nicht auf den Tisch. Hm. Treppenstufen. Nehme ich halt mal mit. Verdammt. Oh, eine Statikzelle. Ich könnte wetten, davon brauchst du was weiß ich wie viele tausend Stück, damit du überhaupt irgendwas machen kannst damit. Und ich habe 5. Oder so. Jump'n'Run Skills 5000. Haha. Zum Glück geht zum Glück geht der Strahl von diesen Katzenviechern nicht so weit. Er klingt nur irgendwie krass. Hey, da unten ist. Ah, ne. Ist einfach nur normal. Normal gewachsener Cobblestone. Hm. Die haben ja echt nicht viel. Das Ding hier hat gar nichts zum Erkunden. Oder zum Klauen. Tisch kann ich mir selber machen aus Holz. Oh. Hilfe. Zum Glück hat mich nur einer erwischt. Aha. Moment mal. Hab ich's jetzt um den Planeten geschafft? Das sieht schon wieder so gerade hier aus. Ah ja. Nun gut. Dann würde ich mal sagen, höre ich mal mit dieser Folge auf, weil die hat jetzt auch schon wieder 40 Minuten. Und wir gucken mal, was wir in der nächsten Folge machen. Vielleicht schaffen wir ja noch eine Quest. Eine habe ich jetzt ja. Oder zwei. Egal. Bis dann.